Willkommen zurück zu Pokémon Silber. Wir sind hier wieder in dieser Höhle stehen geblieben. Wir haben in der letzten Folge ein bisschen die Alfruin erkundigt. Und heute werden wir die andere Seite der Alfruin erreichen können. Mithilfe dieser Höhle. Und wir finden am Anfang der Folge auf einen Morlot, was uns stören möchte. Aber ich sage nein, Morlot. Ich habe keine Lust auf dich. Und jetzt geht er weinen und rennt weg. So soll es sein. So, leider habe ich hier einen weiteren Trainer bemerkt. Ich habe kurz meine Pokémon geheilt. Ich habe keine Tränke oder so gekauft. Ich war zu voll dafür. Deshalb, let's go! Wird bestimmt schief gehen. Ich bin hierher gekommen, um meine Pokémon-Forschungen durchzuführen. Ich zeige dir meine Ergebnisse in einem Kampf. In einem Kampf willst du mir deine Ergebnisse zeigen? Du willst belohnt werden, hm? Kangama, okay. Fängt schon mal gut an. Schön in Gameboy-Style. Okay, Pluspunkt. Gebe ich dir. Schöner Retro-Look. Mhm. Man denkt jetzt wahrscheinlich, ja, ist vielleicht Gestein. Oder vielleicht Kampf. Es ist normal. Es ist einfach Typ normal. Es hat zwar Gestein und Kampfattacken. Aber der Typ ist normal. Das habe ich auch früher nie gecheckt. Ach ja, und es kann Mega-Heat was. Eine sehr starke Attacke. So, bei Gott, bitte sterbe ich nicht gut. Ich sollte ein bisschen Rauchwolke einsetzen, merke ich gerade. Die Trainer hier sind gar nicht mal so schlecht. Wir haben in der letzten Folge gemerkt, wir wären fast down gegangen. Mal wieder. Diesmal wollte aber... Oh, warte, ich habe nicht mehr ein zweites Mal mit dem geredet, ne? Oder doch habe ich, doch habe ich, doch habe ich. Doch, doch, alles gut. Müsste. Wenn nicht, dann ist egal. Aber... Oh, oh. Warum muss Kangama so viel Mega-Heap spammen? Ich hoffe, ich habe noch ein paar Tränke. Ich habe ein paar... 4 Hypertränke, okay. Heil erstmal. Er macht einen Mega-Hieb nochmal. Aha. Amphi kann da mal kurz rein. Kann ich nämlich Donnerschock einsetzen? Nachdem er natürlich wieder mit seinem Mega-Hieb angibt. Oh Gott. Donnerschock müsste sehr viel Damage machen. Nur da. Oh, nein, doch nicht genug. Ja, die anderen reinzubringen, bringt nichts. Lohnt sich nicht. Du Flamesack rein, heile ihn. Greif dann an mit Glut. Er ist fast tot. Ich greife nochmal an mit Blut. Ich bin sogar schneller. Und er geht down. Oder sie. Dann haben wir es gerade hier nur sie. Yeah. Kengo. Das ist mir aber gezeigt. Ja, das so sieht's aus. Ergebnisse? Schlecht. Aber gutes Pokémon. War ein guter Kampf. Ich sollte meine Ergebnisse sammeln und anschließend veröffentlichen. Vielleicht werde ich so berühmt wie Professor Lind. Keine Ahnung. Ja. Und jetzt sind wir hier an diesem Teil mit einem sehr großen See, was ich sehr nice aussehend finde. Und wir sehen dort hinten... Oh, nein, das meine ich nicht. Moment, was gibt's denn hier? Geht's hier weiter? Nö, ist ein Item. Oh, lol. Brauche ich nicht. Noob-Item. Brauchen wir sowas nicht. Wollen ja keine Steroiden auf unsere Pokémon setzen. Das, geht ja nicht. Was gibt's hier? Bestimmt ein Secret-Item, oder? Hidden? Kein Hidden-Item? Ehrlich jetzt? Nichts? Wow. Gut gemacht, Game Freak. Einfach eine Insel mit nichts. Nicht mal ein verstecktes, unsichtbares Item. Nein, nichts. Da können wir auch landen. Hier aber auch. Und hier gibt's Trainer mit einem Item. Es gibt zwei verschiedene Arten von Menschen. Jene mit Stil und jene ohne. Zu welcher zählst du dich? Naja, also ich sehe aus wie ein 10-jähriger Junge. Ich würde sagen, ich hab Stil! Oh, gar nicht mal so schlecht. Dein Stil, Lars. Ass-Trainer, oh oh. Lumanda. Na gut, dann. Oh, er wurde so warm. Wie süß. Bäh. Ja gut, was habe ich mir dabei gedacht, Feuerprobe zu verbrennen? Tja, schon wohl fehl, wa? Da kann Melly ein bisschen was von haben, von diesem Kill. Melly kann ja gut ein bisschen attacken, hoffe ich nicht dabei sterben. Nicht dabei sterben! Shit. Ich habe aber noch ein paar Beleber, oder? Ich habe Beleber, bitte sag, ich habe Beleber, ich habe doch Beleber, oder? Ich habe Beleber, ich habe gekauft, oder? Beleber, Beleber, habe ich irgendwie Beleber? Ich habe Beleber 2 Stück, nice. Melly, damit doch ein paar Erfahrungspunkte bekommt. Und jetzt kommt Fusion! Als ob der noch lebt. Was? Verreck! Gut. Da oben ist nicht gut mit Lumanda, ne? Können keinen Kaffee trinken zusammen. Oh, jetzt verstehst.
Okay. Kanto Stadt also. Shaggy. Mhm. Shaggy. Mhm. Okay. Okay. Interessanter Sprite. Ich sag mal nicht mehr dazu. So, bye bye, Shaggy. Bye bye. Überlebt? Nein. Nicht Panzerschutz! Hilfe! Holt das Militär! Nein, wir sind down. Oh yeah! Und Level 30 fahren 4, please, please, please! Yes! Woo! Oh, wir haben bald einen Amphi, merke ich gerade. Sehr, sehr bald. Oh, guck mal da. Da bin ich! Hey! Und ich muss mich jetzt selbst verbrennen. Ich muss mich jetzt selbst verbrennen. Sieht aus wie ein Shiny. Es tut mir leid, ich. Vielleicht ist das ja irgendwie ein lang verschollener Bruder. Aber ich muss es tun. So long, Bisasan. Ah, it hurts! It hurts so bad! Ah. Und ach. Ehrlich jetzt, Gregi, ich vermute mal, ich habe das verdient jetzt, aber. Ach komm. Komm, hör auf. Hör auf! Danke. Schon geskippt mein Tod. Wollen wir nicht sehen. Nein, niemand. Dein Stil ist beeindruckend. Oh, jetzt schon? Oh nein. Yay, Glückwunsch an Amphi wurde zu Ampharos. Jetzt haben wir den Ampharos, Leute. Donnerschlag? Oh mein Gott. Ja. Yes. Shut up and say yes! Donnerschlag. Wer braucht denn da noch Donnerschock, wenn du Donnerschlag hast? Keine Musik. Oh yeah, endlich mit einem Ampharos hier. Oh, da werden wir zuerst gestört. Aber gar nicht mal so schlecht. Doch, das hätte ich sehr schlecht. Lass mich bitte in Frieden, Dankeschön. Wir werden noch die Chance dazu bekommen, unser Ampharos im Battle zu sehen. Aber ich möchte jetzt erstmal unsere ganzen Pokémon entwickeln. Und als nächstes wird Melly dran sein. Melly braucht nämlich noch ein bisschen. Danach werden wir Blutzug machen. Und danach Flamesack. Flamesack als letztes, einfach weil er am längsten noch braucht, merke ich. Da habe ich zumindest gerade noch nachgeguckt. Und yeah! Übertrank. Den können wir sehr gut gebrauchen. So, ich skippe erstmal durch alles durch. Und ich setze jetzt Morty nur nach vorne, damit die, sie ein bisschen Erfahrungspunkte bekommt. Hier gibt es wahrscheinlich nur ein Item, oder? Oh, hier gibt es weiter vielleicht. Dann reden wir aber erstmal mit ihr. Sie steht ja so ganz alleine. Und hier gibt es irgendwie gar nichts. Ich trainiere momentan. Möchtest du kämpfen? Okay, anscheinend ist im Original dieser Ort einfach ein Ort zum Trainieren. Was gar nicht mehr so schlecht ist. Evoli. Vorhin hatten wir Kanto-Stadt und jetzt haben wir Evoli. Okay. I'm digging this, yeah. Nom nom, lecker, lecker. Okay, macht nicht so viel Damage. Leider, also zum Glück trifft nicht. Ja, yeah, nochmal ein bisschen Kratzer. Oh oh, macht leider sehr viel Damage. Haben wir noch Tränke, all das. Supertränke. Nicht auf Mauzi. Komm, wir switchen raus zu. Owut! Vielleicht wird sich auch Owut. Na, nee, Owut wird sich nicht vorher entwickeln, glaube ich. Weil. Ich glaube. Ich bin mir ziemlich sicher. Mauzi unter Level 30 schon. Und Owut. Blutzug. Knapp über 30. Und halt Flamesack, also Igelava schon fast bei 40. Das höchste, was ich, wo sich dann Starter entwickelt, 36. Okay. Immerhin kriegt Bluetooth gerade ein Level up. Dachte halt, Mauzi würde auch jetzt eins bekommen, aber okay. So, Mauzi kurz rein, damit du Farms bekommst. Und da es ein Feuer-Pokémon ist und wir nichts gegen Feuer-Pokémon haben, setze ich einfach mal Amphi ein. Und da sehen wir auch schon den Sprite von Ampharos. Also wenn der nicht cool ist, dann findest du ihn halt nicht cool. Ich finde ihn sehr cool. Ein Sonderbonbon, by the way. Könnten wir theoretisch bald mal benutzen. Zum Beispiel, wenn Flamesack Level 35 ist, dass wir sofort entwickeln können.
Wer braucht schon warten? So, jetzt können wir Donnerschlag ausprobieren. Ich kann noch kurz mal nachschauen, ob da... Ach nee, Beschreibung gibt es ja noch gar nicht. Nein, dann machen wir Donnerschlag. Ist einer der besten Elektroattacken, die es gibt in dieser Gen. Aha. So, jetzt können wir Kopfnuss machen, damit wir keine AP für Donnerschlag brauchen und passt. Oh yeah! Was haben wir hier? Ein Blitzer. Aha, ganz in Evoli-Form. Gleich kommt da wahrscheinlich noch Pichu, Pikachu, Raichu beim nächsten Trainer. So, Melli. Wir haben, glaube ich, auch nichts gegen einen Blitzer. Kann das sein? Das ist ja ein bisschen blöd. Versuchen wir es mal mit Amphi. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber Kopfnuss vielleicht. Oh, Kopfnuss! Sehr gut. Donnerschock, ja, aber habt ihr gesehen, Donnerschock? Versteck dich ein. Normal. So, du bist raus. Bis dann und ciao. Sag ich zu dem Blitzer. Dann haut's ab. Und dann kommt ein Aquana. So, und für ein Aquana wäre leider auch nichts, weil ich gerade. Scheiße. Wir brauchen dringend unser neues Teammitglied. Werden wir aber jetzt bald schon bekommen. Ich kann euch sagen, ungefähr bei der 7. Arena kriegen wir es. Kurz vor oder nach, ich weiß gerade nicht mehr, aber irgendwann da. Ja, setzen wir mal. Oh, warte, ich bin noch dumm. Elektro-Pokémon auf Wasser, ey. Wieso komme ich nicht darauf? Oh Gott. Bisschen verloren heute. Ein bisschen LOST. So, Donnerschlag! Wenn du jetzt nicht One-Hit bist, ne? Wollte schon sagen, also. Ich werde auch One-Hit bei einem Donnerschlag. KO geschlagen. Die Angi. Oh nein, du bist zu gut für mich. Ich werde so lange trainieren, bis ich besser bin. Okay, wenn du meinst, dass du das tun musst. Oh Gott, ich konnte sogar noch entfliehen. Wow. Warte, Moment. Bevor wir den nächsten Kampf machen, muss ich irgendwen heilen. Das wäre gut zu wissen. Ich spiele gerade ein bisschen viel, weil ich will mich nicht allzu lange in diesem Ort aufhalten. Flamesack möchte ich mal heilen. Einen Hypertrank haben wir noch. So, hallo. Für meine Lieblings-Pokémon würde ich überall hingehen. Das würde jeder wahre Trainer tun. Ja, ich würde schon sagen, dass ich ein ziemlich wahrer Trainer bin. Ulla? Ulla, la. So macht man sich an die Mädels ran. Oh, Kapuzzi. Na gut, ne? Ich tut mir leid, ne? Aber ich muss dich leider ein bisschen, wie sagt man? Ich glaube, in Deutschland sagt man zerstören. Oh yeah. Ulla. Ich wusste gar nicht, dass Ulla... doch, Ulla ist ein echter Name. Fällt gerade wieder auf. Ich fand sogar einfach lustig, wie da einfach ein Charakter Ulla heißt. Aber fällt gerade auf, ja, das ist ein echter Name. Es gibt Leute, die so heißen. Yay! Level up. Genau das, was wir brauchen. Bye bye, Ulla. Ulla Britta. Ich kümmere mich lieber um meine Babys, aber... nur einmal in der Woche kommt ein Pokémon ans Wasser. Dieses Pokémon hätte ich gerne gesehen. Ah, Hinweis, das ist ein Hinweis. Aber heute ist nicht der Tag. Ich glaube, es ist Dienstag, aber ich weiß es nicht. Ja, hier ist es. Und wir sind komplett falsch. Wir sind komplett falsch. Hier kommt nämlich ein besonderes Pokémon, was man nur einmal im Spiel fangen kann. Genau hier. Ist kein Legi oder so. Nichts Besonderes. Kriegt man auch in Gen 1. Das hat ein Gen 1 Pokémon, was man hier fangen kann. Ja. Das Pokémon kommt nur um einen bestimmten Wochentag. Ich nehme das gerade am Samstag auf. Und hier gab es keinen Weg, ne? Nee, ich bin komplett falsch. Ich bin wirklich komplett falsch, einfach. Oh Gott. Wo muss ich denn dann lang? Ich dachte, hier muss ich lang. Dann vielleicht doch, wo ich ganz am Anfang vermutet habe? Seltsam. Ist mir jetzt egal, dass ich speede. Ist mir egal. Vielleicht doch hier hoch? Wie ich anfangs dachte? Also hier ist ja Wasser. Ach warte, gab es hier links nicht so einen Stein, den man zerbröckeln kann? Hier links? Nee,
Aber wir, man kann ja schon mal zumindest mal kurz im Wasser schauen, ob man da irgendwo rumplanschen kann zu einer neuen Area. Komm, Krabi, setzt auf einen. Und ja, hier gibt's was. Ein alter Mann? Oh, wir kämpfen. Schade. Ich dachte, er gibt mir einen Tipp oder so. Sieh mal einer an, ein Besucher. Aber ja, hier ist richtig. Das andere ist nur für das Seemonster, was man fangen kann. Anführungsstrichen Seemonster ist nicht wirklich ein Seemonster. Ah ja. Ich weiß nicht, ob ich da nochmal irgendwann hinkomme. Weil. Das hat nichts Besonderes. Kleinstein, dann ja, das muss ein Kleinstein kommen. Owot, kannst du. Oh. Weil das heißt, ein Nuzlocke würde ich mich richtig kacke fühlen, muss ich sagen. Ja, Suicide würde ich mal sagen, ne? Kacke. Ein Belieber habe ich noch. Macholo. Glut. Yes! Nice! Und das war's. Mein Gott, warum musst du suiziden? Wahaha, du setzt dich ja zur Wehr! Natürlich. Ich wohne hier unten. Wenn du möchtest, kannst du bei mir einziehen. Nein, danke. Es ist noch genügend Platz. Nein, ich habe kein Interesse. Danke. Oh Gott, ein Hobo, Hilfe. Oh Gott, lassen wir es lieber. Ja, es hat jetzt Kacke, aber komm, es ist jetzt erstmal nicht so wichtig. Hi, wurdest du auch hier mit den anderen? Aber hallo, mir ist schon lange niemand mehr begegnet. Hab keine Angst. Ich mag die kleinen Leute von heute. Lass uns doch mal kämpfen. Bitte nicht. Oh nein. Ich möchte es nicht. Dominik, was ist mit dir passiert? Ich will das nicht. Ich rufe die Polizei. Ach, warum Finale? Ach man. Ich sterbe, oder? Nein, Mike. Beim Finale stirbst du nicht. Alles gut. Ach, come on. Ach, Gott. Kleinstein. Wenn du jetzt wieder Finale einsetzt. I swear to God, wenn du jetzt Finale einsetzt. Nö. Ich bin kurz davor, diesen Raum zu verlassen. Okay, ich bin nicht tot. Alles klar. Dann brauche ich ja nicht den Raum verlassen. Die Weiterentwicklung von Kleinstein. Ich bin tot. Warum liegt hier ein Goldnugget neben mir? Ah ne, das ist mein Schweif. Ich bin dumm. Komm, Krabi. Los, Krabi! Surfer! Das könnte wirklich funktionieren. Das sind nur 3 Levelunterschiede. Gut gemacht, Krabi! Ich bin so stolz auf dich, Krabi. Du erfindest all diese Erfahrungspunkte. Nicht, dass du wie Maus die brauchst oder so, nein. Ich bin lange erumgehört. Das hier macht mir nichts aus, aber ich bin hungrig. Wie kommen wir stärker? Oh, da ist der Ausgang, da ist der Ausgang. Oh mein Gott, wir sind fast da. Und ich bin aus dieser runtergefallen, aber es ist schon okay. Wir werden es nämlich noch ein bisschen erkunden hier. Und weh, das ist ein Trainer. Auch ein Ausgang? Was ist ein anderer Ausgang, wenn es hier weitergeht? Das ist nämlich der Ausgang, von dem ich wusste. Aber da haben wir überhaupt Stärke? Nein. Nein, haben wir nicht. Zumindest jetzt gerade nicht dabei. Haben wir überhaupt Stärke? Doch, haben wir. Potrot hat Stärke gelernt. Oh, ich habe Potrot nicht dabei. Nein. Oh, kacke. Und das hier bringt jetzt leider auch nichts mehr. Weil der will bestimmt kämpfen. Ach Gott. Ja, Leute, dann, ich halte mich gerade so lange an den Alfruin auf. Das wollte ich überhaupt nicht.
Gott. Ich wusste gar nicht, dass die im Original so lange sind. Hier sind die eigentlich viel kürzer in Erinnerung. Aber vielleicht vertue ich mich da auch. Naja, gut, also ich wollte eigentlich die Folge ein bisschen länger machen heute, aber wenn wir jetzt hier in den kleinen Stopp sind und wir dringend nicht nur Heil-Items kaufen müssen, endlich, Mike, sondern unser Team komplett tot ist gerade, wie man sehen kann, wird das wohl heißen, dass wir hier die Folge beenden und dann die nächste Folge vielleicht das Finale von den Alfruinen ist. Das macht mich gerade ein bisschen crazy, dieser Ort, deshalb lass uns hier einfach aufhören. Ich brauche eine Pause. Haut rein. Ciao.